Guten Abend und herzlich willkommen zur ersten Podiumsdiskussion. Der diesjährige Präsidentschaftskandidat Donald Trump und Joe Biden. Gleich mal zum Anfang die Frage an Sie, Herr Biden. Möchten Sie vielleicht mal Ihr Regierungsprogramm, ich habe Herr Biden gesagt, Ihr Regierungsprogramm vorstellen? Wieso wird der Joe jetzt wieder als erstes gefragt? Der schwätzt doch sowieso die ganze Zeit, der Schafsäge. Ja, das sagt genau der Rechte. Es ist jetzt gerade schon wieder los, dass ich da Hanne unfair behandelt werde. Also jetzt waren wir uns ja vor der Sendung einig, Herr Trump, dass Sie die Entscheidungen vom Moderator akzeptieren und nicht wieder so kindisches Theater ja, machen. So, der Joe will mich jetzt zu Wort kommen lassen, weil sonst was ganz Beschissens für ihn rauskommt. Und zwar wollte ich vor kurzem eine Raffaello-Torte backen für die Melania. Jetzt soll aber der Herr Biden über sein Regierungsprogramm ja, sprechen. Jetzt warte mal, Schwen. Ich bin also zum Esbella gefahren und wollte Raffaellos kaufen, aber dann waren die alle ausverkauft. Und auf dem Parkplatz sehe ich gerade den Joe wegfahren, weil er da wisse, was der da gemacht hat. Also gut, Herr Trump, dann sprechen wir den Herr Biden jetzt einfach mal direkt auf das Thema an. Herr Biden, Sie waren also vor kurzem beim Esbella und haben... Das ist gelogen. Also hätte das einer meint, die hätte ihm die Raffaello absichtlich wegkauft. Nein, das denkt doch jetzt genau, keiner. Das hat er gemacht, damit ich die Torte eben ankriege. Und die Raffaellos hat er Trump selber gefressen, der Brutale. Doch einfach mal, wir wollen doch alle die Antwort auf die Frage wissen, aber der Herr Biden soll doch eine Chance kriegen, um das selber machen. Also, Herr Biden, was sagen Sie zu dem Vorwurf? Ja, ich fände ja vor allem interessant, dass der von einem Typ kommt, der im Esbella rumläuft und abgelaufene Joghurt sucht, damit er den Marktleiter erpressen kann. Ja, dabei hat man sie aber auch schon gesehen. Was wo soll denn das gewesen sein? Im Esbella in Leinerstedt. Dass der Joe schon wieder die Geschichte mit dem Joghurt bringt, ist auch absolut typisch. Jetzt lass mich mal schwätzen endlich. Das ist nachgewiesen worden von der CIA und vom FBI und vom ADAC und vom H&M, dass das alles bloß Fake News sind. Das hat nie zu denen gesagt, dass sie das nachweisen sollen. Also meine Herren, jetzt muss ich sie wirklich mal beide zurechtweisen. Und die Presse ist auch immer gegen mich und gegen meine Raffaello-Torte. Abgesehen von den Vorwürfen muss ich gerade mal was sagen. Ist euch eigentlich klar, dass im Donald seine Raffaello-Torte so grauslich ist, dass du dir jetzt mal die Hase geben kannst, aus Tierschutzgründen. Die Torte ist großartig. Deswegen stellt sich auch die Frage. Das ist die Torte der Welt mit, der habe ich einen super Job kann gemacht. Kann ich jetzt vielleicht mal einen Satz fertig machen oder was? Also ich würde vorschlagen, dass wir jetzt doch nochmal aufs Urthema zu sprechen kommen und Sie Ihr Regierungsprogramm vorstellen. Dem also sein Regierungsprogramm kann ich euch genau sagen, und zwar, dass er der Esbella für sich halt doch mal hat. Also mein Regierungsprogramm wäre Make Raffaello Torte Great Again. Herr Trump, Herr Biden, ich blick's jetzt gar nicht mehr. Weil du blöd bist. Ja, Herr Trump, also jetzt ist es dann auch mal gut. Fakt ist, dass der Joe von Raffaello Torte keine Ahnung hat. Und deswegen. Ja, liebe Zuschauer, ich jetzt sage, auch die Sendung ist gründlich im Arsch. Ja, du mich auch. Und mir bleibt nichts anderes, als Ihnen noch einen schönen Abend zu wünschen. Das Papierle, wenn du beim Metzger Wurst kaufst, besteht ja aus zwei Schichten.